Hallöchen und herzlich willkommen, hier bei Scully Fans & Co. mit mir, den Gebell. Und Solly, herzlich willkommen. Ja, hallöchen, grüßt euch und mit einem neuen Unboxing hier auf unserem Kanal. Mal nach langer Zeit wieder, aber das wollte ich euch nicht vor. Ja, es gibt davon schon zig Millionen im Internet, davon abgesehen. Aber ich dachte mir, wir machen auch ein Unboxing. Ja. Und du darfst. Jo. Na gut, die Millionen, die im Internet sind, sind nur, weil die es geschenkt bekommen haben. So. Zack, zack. Soll ich auf der Seite? Pratzi Kids mit 20 Spielen, hat man nicht gesehen. So. Okay. Ich glaube, den kann ich mal wieder zumachen. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen in der Kamera. Ja, ich pass auf. So. Das hat auch ewig gedauert, bis es hier war. Das kam mit UPS Schneckenpost. Das war wirklich Schneckenpost. Am 7. November, 6 Uhr früh, wurde es bereitgestellt für UPS. Am 8. November, um 18 Uhr, wurde es erst abgeholt oder geliefert. Keine Ahnung, wie Amazon das macht. Ich denke mal, per Jahr abgeholt. Heute den 10. kam es hier erst an. Geht's? Ja. Wo waren die Zettel da hinten? Okay. Ja, der Karton hat schon ein Loch bekommen. Ja. So. Ja, aber dieser Karton hat sich nicht abgekriegt. Nee? Nee. Gott sei Dank. So, dann den Karton packen wir erstmal weg. Da. Xbox One X. Ja, aber das blendet recht doll. Ja, das kann sein, ja. Stimmt. Könnt ihr es jetzt sehen? So ein bisschen? Die beleuchtet etwas zu stark. Ja. Und zu nah dran zumindest. So. Ja. So. Dann mach mal bitte auf. Brauchen wir den Humpen ja nochmal hier. Zack. Zack. Ja. So. Machen. So. Ja, jetzt sieht man uns nicht mehr. So, das ist oben drauf. Ja, müssen wir anders machen. Können wir auch hinlegen. So, guck mal. So, das erste Schritte-Dingsbums hier und den Xbox Game Pass, denke ich mal, weil das Standardpaket hier ist, nur 14 Tage. Die Dinger kann ich sogar zeigen, weil die sind zum Freirubbeln. Nicht so einen Monat hier. Camper. Das ist 14 Tage. Ja, gut. Habe ich mich nicht anders gedacht. Campers ist, bei der Pressekit, da liegt es nochmal extra oben drauf. Der ist dieses Ding standardmäßig drin. Mhm. Und nochmal extra für 3 Monate. Okay. Mit dem Ding sogar dann 4 Monate. Ja. So, und packen wir es wieder rein. Ich hole mal was Kleines raus, ja? Ich bin mal so frei, ne? Da darf ich das Große holen. Der dickste, größte nimmt das Kleinste. So. Aber mega vorsichtig mit dir, ne? Ja. Weil man kriegt keine Nachlieferung. Versucht mal bei Amazon zu bestellen. Was ist das? Lieferdatum, glaube ich, 20. November ist. So. Eigentlich solltest du die ja erst am 15. kriegen, ne? Ja. Ja. Und dann waren wir ganz erstaunt, beziehungsweise du, das war die schon. Ja, kam die Versand-E-Mail oder so. Ja. So. Dachte ich erst mit UPS. Boah, geil, nur kann nichts passieren, ne? Am Arsch. So. Nee, die ist verkehrt. Ey, ist das für eine Scheiße, ist das verdreht, das ist ein Gummisalat hier, ey. So. Okay. So. Vom Kabel, ne? Das ist ganz klar, hat ja jeder gesehen, ne? So, Das packe ich wieder rein. Highspeed HDMI, 2er Standard, ne? So, zack, 4K. Das ist natürlich auch 2.0. Wie ein Geburtstagsgeschenk, ne? Ich glaube, ich will mich nicht alles wieder 2.2. Aufmachen. Schön vorsichtig. Ja, sowieso. Den Karton ist doch der Stelle, aber die Folie muss da wieder rein, ne? Ja, das weiß ich. Das ist da hier offen. Ja, kann nämlich alles rein.
Oh, das ist hier wie eine Spirale zusammengewickelt, ja? Genau wie ein Stromkabel. So. Komm. Oh Mann, ey. Ja, man hat ja schon so einiges gehört, so einige Scorpios sollen wohl kaputt sein. Zumindest sehr viele. Und so. Ich hatte meine Vorbestellung zurückgezogen. Ich denke mal, vielleicht ganz gut, weil die meisten sollen kaputt sein. Die soll man dann zurückschicken und dann wird die ausgetauscht gegen eine Standardversion. Ja, also. So, das ist dann der Controller. Xbox One, was haben wir hier? Product and Regulatory Guide, Limited Warranty und gut, alles in Russisch. Das ist Englisch und nicht Russisch? Deiner Sprache, da sage ich dann Russisch, weil es für mich unverständlich ist. Soll ich die ersten Sprachen aufzählen? Nee, danke. So. Bei mir ist schon schlecht, weißt du, und noch schlechter soll man nicht werden. Ah. Sehr, sehr, sehr. Griffig. Griffig. Bisschen scharfkantig. Ja? Ja. Ja, ah, das sehe ich. Die in der Seite ein bisschen und so. Oh gut, das geht es eigentlich. Ich weiß nicht, wie es beim One S war. Der auch so scharfkantig war. So. So, da hätte ich Gummi geriffelt sein. So. Nee, Gummi geriffelt ist, wenn man die selber machen tut. Also, was heißt selber machen? Design tut. Mit Gummi, aber das ist ja eher Plastik hier. Ja, das ist doch recht spitz hier. Ja. Aber trotzdem, kann man gut spielen. Ein bisschen scharfkantig. So. Wir haben keinen anderen Controller mehr, deswegen ja nicht am zweiten. Also, Nein, leider nicht. Das ist momentan ein bisschen ärgerlich. Ja, die können wir erstmal nehmen hier, ne? Ja. Wir haben ja extra Akkus, aber die von das Akku-Pack will ich ja auch noch holen. Ja, das geht momentan nicht, weil das war schon teuer genug. Ja. Schaffst du? Ich kann mir nicht mal die Spiele holen, die ich dafür haben möchte. Und das ist ein, muss alles warten. Bis nächstes Jahr. Wir kriegen nicht 20 Spiele dazu. Nee. So. Wie viel auch immer das waren. 18 bis 20. Du hast ja. Ja, sind es immer. So. So, bist du fertig? Ja, der kommt da rein. Super. Oh, was haben wir denn hier? Sieht aus wie die. Und ich und der rollende Akku. So. Hab ich. Sehr schön. Und das ist die denn mal. Versucht mal, dass man die sieht, die Maßnahmen in Frontansicht durch das Licht. So. Seiten ist nicht. Wow, da ist Folie dran. Ja, habe ich vorhin auch schon gesehen. Okay, muss man nochmal abziehen. Da ist Folie dran, hier nicht. Hier ist aber ein Eject-Loch. Falls die Disk eventuell mal klemmt, so, oder das Laufwerk anscheinend hinübergeht. Ich hoffe mal nicht, dass das passiert. Ja, das hoffe ich da auch nicht. Ja, man weiß nie, das ist eine neue Technik hier und was dazu passiert, ne? So. Ja, hinten ganz normale Anschlüsse wie bei der One S auch. Jeder, der eine One S kennt, kennt auch die Anschlüsse hinten. Da hat sich nichts geändert. So. Xbox oben drauf. Ja. Und zieht natürlich Fingerabdrücke magisch an, obwohl es nicht hochglänzend ist. Ja, muss man ein bisschen sauber machen, wenn man es reinstellt, gleich im Schrank. Ja, ich möchte ja heute noch die noch anschließen, ne? Ja. Externe Festplatte, meine Spiele gesichert gehabt. So. Achso, dann kann ich ja mal versuchen, endlich.
Jetzt ist auch Mittag. Das sind die Schattentür. Und dein Fröschen ist mal wieder zu blöd. Nein, ist er doch nicht. Entschuldigung, hab nichts gesagt. Das Minus. Minus. Plus. Oh, Alter. Schwede. Da wollten Sie mal schön wissen. So. So. Akkus sind drin. Das sind keine Akkus. Das sind Batterien. So, hello from Seattle, Xbox One X. Man darf nicht Akkus dazu, wenn es normale Batterien sind. Okay, dann sind es Batterien. Ja, da kommt noch was. Das war der kleine, die kleine Lasche von hier vorne, wo der nichts dahinter steht. Ja, da so. Wollte ich dich so und so gerade fragen. Bitte? Warum ist das da dran geklebt? Weiß ich nicht. Ist das in die Finger wollen die CDs über das schiebt oder sowas nicht. Weil da ist nämlich das. Tja, aber da kommt es ja nicht. An meine Scheißstaub, ey. So. Ja, das war dann das Unboxing zur Xbox One X. Genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schaltet das nächste Mal wieder rein. Genau. Beim nächsten Mal. Beim Let's Play oder Unboxing. Okay, wir sehen uns. Bis dahin. Macht's gut und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao, sagt hier mit euer Tinkerbell. Und Solly. Ciao. So. So, klappt so nicht, aber ciao, ciao.